Hallo, beste Freunde. Tag 8. Wow. Heute geht es um Personen aussortieren. Im letzten Video ging es ja schon ein bisschen um Personen aussortieren. Das war noch die Light-Variante. Jetzt geht es natürlich um Social Media. Social Media, da häuft sich alles an. Ich meine, gerade Facebook ist so aufgebaut, dass man ganz viele Freunde anhäuft. Ich glaube, als ich damit angefangen habe, war es auch so. Ich weiß ja nicht, ob es immer noch so ist. Müsste ich selber mal nachschauen, ob da Freunde finden mittlerweile steht. Ich glaube, ab 100 oder 150 oder unter dieser Zahl eben steht Freunde finden bei Facebook. Ist eben darauf ausgelegt, dass ihr immer mehr Leute anhäuft. Aber gut, wir wollen da mal nicht wertend dran gehen heute. Wir sortieren heute einfach nur aus und atmen ein bisschen freier danach, aber dazu kommen wir dann eben zum Schluss. Und Social Media kann eben sehr, sehr inspirierend für einen sein, kann einen sehr, sehr glücklich machen, sehr voranbringen oder eben sehr toxisch sein. Und das ist in den meisten Fällen der Fall. Toxisch in dem Sinne, es gibt zum Beispiel diese typischen Vorher-Nachher-Bilder. Ich glaube, da hatte ich auch noch einen Account, The Body Coach hieß er, glaube ich. Da konnte man eben sehr, sehr gut sehen, Vorher-Nachher-Bilder und man hat sich dann immer gedacht, ich arbeite zu wenig an mir, ich mache zu wenig Sport, ich achte zu wenig auf mich. Natürlich kann einen das dahin pushen, dass man mehr macht, aber man sollte das doch auf eine inspirierende Weise machen und nicht auf eine, die einen ein schlechtes Gefühl gibt, weil man nichts tut. Und das ist meistens bei diesen Vorher-Nachher-Bildern der Fall, das ist bei Models der Fall und man kann natürlich mittlerweile auch irgendwelchen Make-up-Marken folgen und Co. Ja, wow, habe ich natürlich auch gemacht. Mehr Money to the Companies, ne? Das ist deren Ziel, beziehungsweise je mehr neue, schöne Sachen man sieht, desto mehr angeregt wird man natürlich auch das zu kaufen, obwohl man es eventuell gar nicht unbedingt braucht. Aber wir sollten erstmal anfangen mit Facebook. Facebook, das Freundehorten. Sagen wir allgemein geht es um Entfreunden, Entfollowen und Unsubscriben, also an entabonnieren, hier auf YouTube zum Beispiel auch. Da häufen sich auch sehr, sehr gerne Kanäle an, die man vor 5 Jahren geguckt hat, aber gar nicht mehr schaut. Und in erster Linie solltet ihr euch fragen, wer ist das? Kenne ich den? Wie lässt mich dieser Kanal, dieser Mensch fühlen? Wann hatte ich das letzte Mal Kontakt mit diesen Menschen? Es gibt natürlich verschiedene Arten, das zu nutzen. Man kann natürlich sich auch gerne ein, was weiß ich, so ein Business-Account quasi bei Facebook, wo man dann einfach seine Kollegen oder sonstiges edit. Und man kann genauso gut auch einfach einen Freundes-Account anlegen. Bei mir ist es natürlich so, dass ich eine Person öffentlichen Lebens quasi bin und jeder meint, mir da reinreden zu müssen und 50.000 Fragen zu stellen. Ich zum Beispiel folge auf Facebook gar nicht mal mehr so viele Menschen. Ich könnte natürlich ein bisschen rigoroser noch aussortieren. Das habe ich dann in dem Falle auch gemacht. Bei Facebook kann man natürlich auch 1000 Seiten noch liken. Das kann man natürlich auch alles nochmal durchgehen, so ein bisschen detoxen, einfach ein bisschen rausnehmen und filtern, was man wirklich sehen will. Ich möchte auf meine Social Media Apps in dem Fall meistens gehen und mich gut fühlen. Das heißt, wenn ich da drauf gehe, möchte ich was sehen, was mich glücklich macht. Das ist in der Regel irgendwas Kochen, irgendwas Welpentechnisches und Reisen und irgendwas, was mich inspiriert. Eventuell kann es auch eine sehr, sehr schöne Frau sein. Es muss jetzt aber kein Model sein, die mich irgendwie schlecht fühlen lässt, weil ich gestern 5 Tafeln Schokolade gegessen habe und das Gefühl habe, ich sehe schwammig aus oder so. Instagram war ein bisschen beladener mit diesen Models. Die habe ich aber unfriended, genauso wie ganz viele Kosmetik-Companien, Companies, wie heißt das, Unternehmen. Die habe ich auch alle direkt mal rausgenommen. Alles, was mich einfach so ein bisschen schlecht hat fühlen lassen oder die ich zwar noch bei mir im Verlauf hatte, aber wo ich die Fotos und Co. zum Beispiel eigentlich gar nicht hübsch finde. Genauso YouTube. Da gibt es genügend YouTuber, die mir vom Stil her nicht gefallen. Ich meine, ihr wisst, wie mein Kanal aufgebaut ist, was Beauty und Beratung angeht und ihr wisst, wie andere Kanäle, sprich Hauls, in den meisten Fällen aufgebaut sind. Ja,
das geht nicht mit mir konform. Ich möchte Hintergrundinfos geben und die möchte ich eben auch sehen, wenn ich andere YouTuber sehe. Es ist übrigens in Zukunft geplant, sowas wie ein Spread the Love, meine fünf besten YouTuber, keine Ahnung, irgend so ein Video mal für euch zu machen, dass ihr da was an der Hand habt. Diese Challenge hier ist eben auch von einer YouTuberin inspiriert, steht auch in der Infobox meiner Meinung nach. Genau, und habt ihr dann das alles aussortiert, alles unfriended und angefollowed und unsubscribed, kommt dann eben der Teil, dass ihr die Benachrichtigungen ausstellt. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich mache es jetzt hier kurz in Social Media mit rein. Gerade bei E-Mails auch diese ganzen Spam-Mails, beziehungsweise diese ganzen Unternehmen, die euch angeschrieben haben, weil ihr da mal was bestellt habt, sofort raus aus der Newsletter. Das macht euren E-Mail-Eingang voll, euren Speicherplatz voll und euren Kopf voll. Also weg damit. Und wozu ich eigentlich kommen wollte, war, stellt die Benachrichtigungen aus. Ich sage euch natürlich, macht meine Benachrichtigungen an. Ja, aber wirklich nur, wenn ihr diese Person über alles liebt, macht da die Benachrichtigung an. Denn man ist doch eher ein reaktiver Mensch. Also man reagiert auf etwas, was dir angezeigt wird. Wenn du aber diese ganzen Nachrichten nicht bekommst, dann gehst du irgendwann mal alleine auf die App und denkst dir so, jetzt ist Zeit dafür. Und nicht, weil ich eine Benachrichtigung bekommen habe, dann bist du proaktiv. Du gehst also proaktiv auf die Sachen ein und reagierst nicht nur. Also du triffst die Entscheidung, wann du auf Facebook, Instagram und YouTube gehst, wann du was gucken möchtest. Dazu lässt sich auch einfach sagen, es gibt Upload-Tage zum Beispiel bei mir, jetzt nicht bei Instagram oder Co., aber weiß ich nicht, wenn ihr ein Bullet Journal habt, schreibt euch das doch sonst einfach in euren Planer rein. Wann geht das nächste Video ab? Wann kommt das Video von dem YouTuber, den ich sehr, sehr gerne sehe? Bei mir ist das donnerstags und sonntags um 10 Uhr. Und dann steht es bei mir im Bullet Journal drin. Dann sehe ich alles klar, das passiert dann und dann. Wann kann ich dieses Video schauen? Freitag 10 Uhr, sagen wir bei mir zum Beispiel Donnerstag 10 Uhr, passt nicht rein, kann ich nicht gucken. Ich gucke es donnerstags abends oder ich gucke Sonntag ab 12 beide Videos. Sowas um den Dreh. Als proaktiver Mensch einfach agieren, nicht einfach nur auf diese ganzen Benachrichtigungen reagieren. Das ist doch Kacke, oder? Social Media ist relativ schnell abgehandelt, beziehungsweise sehr schnell erzählt. Man muss es nur einfach einmal alles durchgehen. Das ist nämlich das Schwierige an Social Media. Somit lässt sich eigentlich von mir nicht mehr viel sagen, außer ihr könnt durchatmen und euch jetzt feiern. Der letzte Schritt ist quasi angebrochen, das Feiern ist wieder da und ihr könnt euch jetzt entspannen. Ihr müsst nicht unbedingt feiern, ihr könnt entspannen, denn ihr bekommt keine unnötigen Benachrichtigungen mehr. Alles PC, elektronisch, technische ist schon mal zur Seite geschoben und ihr könnt durchatmen. Genießt diesen Augenblick. Nehmt euch einen Tee und ich würde sagen, das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Minimalism Sunday wieder und ihr seht mich im nächsten Minimalism Sunday wieder. Bis dahin.